Liebe Skisprungfans, ich war ja Montag schon hier in der Klingenthaler Vogtland Arena und habe den Schneetransport beobachtet. Jetzt hat sich natürlich die große Frage gestellt, hat das Organisationskomitee und das Schanzenpräparationsteam es geschafft, die Anlage fertigzustellen? Hat der Schnee ausgereicht? Und das Ergebnis sehen wir hier. Jawohl, es hat gereicht. Also der Schnee liegt auf der Anlage. Man hat Tag und Nacht gearbeitet. Die LKWs sind bis zum Mittwoch nachts um 3 gefahren, um den Schnee hier vorzutransportieren. Und seit gestern Abend ist die Anlage also sprungfähig. Und dass sie sprungfähig ist, hat das deutsche Team heute schon getestet, denn sie haben die Anlage gesprungen, wie in einigen Interviews schon zu sehen gewesen sind, und haben sie für gut befunden. Aber was kann man erleben? Es werden ab Freitag in der Qualifikation 17 Nationen an den Start gehen, 86 Springer, hat es überhaupt noch nie gegeben, so viele Aktive beim Auftakt zu sein. Am Donnerstagabend schon der große Empfang auf dem Marktplatz in Klingenthal mit großer Lasershow. Und wenn Sie dann am Freitag hier sind oder Samstag, Sonntag, kann man hier drüben in das Springerdorf schauen. Dort sind alle Nationen in 30 Hütten untergebracht, also näher ran kommt man nicht. Die Springer sind wieder zu den Zuschauern nach vorn gerückt. Dahinter sehen wir die große VIP-Hütte für die Ehrengäste und VIP-Gäste, die sich angesagt haben. Und ab Donnerstag oder bis Donnerstag werden noch viele Nationen kommen. Also die Norweger haben sich angesagt, die Japaner haben sich angesagt, das polnische Team hat sich angesagt. Also viele, viele Nationen, die hier am Freitag, Samstag, Sonntag in den Winter starten wollen, sind da. Und wenn Sie dieses Weltcup-Feeling schon mal genießen wollen, dann schauen Sie auf die Webseite bei weltcup-klingenthal.de oder .eu oder auf die Facebook-Seiten von der Vogtland Arena oder bei uns bei Skisprung.tv. Dort finden Sie alle News über Trainingszeiten, wer wann hier ist und dann das große Eröffnungsspringen am Samstag mit dem Teamspringen. Und wie es ausgeht, am besten hier schauen oder dann bei Eurosport. Dann senden auch wir wieder Dirk Thiele und Gerd Siegmund. Bis dahin, tschüss.